Na komm. So. Ja, jetzt noch mal 12, 17 umkehren. Acht umkehren, passt das jetzt hoffentlich. Wir werden sehen. Ah, ich sehe schon wieder einen Stau da oben irgendwo. Die üblichen Verdächtigen. So, ja, und jetzt heißt er halt eine Menge Waren heranschaffen, würde ich sagen. Und zwar, so der Flughafen, den baue ich ihm direkt daran. Der ist 4 breit. Dann kommen die Lagerhallen, die sind auch 4 breit, genau. Kommen die einfach dahin? Wie viel braucht denn der Flughafen überhaupt? Aha, so viel dazu. 4 breit, der ist 5 breit. Er braucht 700, okay. Und die Stadt wird sich natürlich auch mitentwickeln da. Also ich muss das jetzt erstens mal alles noch blocken. Der Einfachheit halber blockiere ich das jetzt aber mit Gleisen. So, 2 und 2 vorn und hinten schon mit eingerechnet. Er sagt, ja, es sind 10 bis 20 Felder. Platz lassen. Also 2 habe ich schon. 4, 6, 8, 10. 4, 6, 8, 10. Und dann sagen wir mal 2, 4, 5. Machen wir 15. Rechne ich 15 ein. So. Also das sind noch da die 10, noch 5 dazu. So, wir haben in der Nähe da ja eine fleißige Fabrik, sag ich mal. Die werde ich für das verwenden. Um da ordentlich anzuliefern. Ja, ist die Frage, ob sich das jetzt überhaupt noch ausgeht. Da bin mir nicht ganz sicher. Also zeitlich gesehen jetzt das Projekt, aber ja, einfach mal probieren, würde ich sagen. So, ich bereite mich mal darauf vor, dass ich da zweigleisig sogar anliefer. Das war nix. So. Mal starten. Hoppala. Mal starten auf jeden Fall mit was Flotten. Das leisten wir uns jetzt ausnahmsweise mal. Expressgüterzug. Wobei, wisst ihr was? Nachdem das da jetzt ja ein spezielles Großprojekt wird. Machen wir es so. Da leisten wir uns sogar eine eigene Fabrik, würde ich sagen. Beziehungsweise zwei. So, passt. Ah, zu kurz. Dann in dem Fall können es auch langsamer sein, schätze ich zumindest mal. Der soll jetzt einfach mal pendeln. Und dann schauen wir, ob es einen zweiten braucht.
Und sonst gibt es noch mehr Fabriken. Und die Verbindung darunter kann ich ja mal lassen, man weiß ja nie. Beziehungsweise könnte ich eigentlich von da unten auch zusätzlich noch anliefern, wenn wir schon dabei sind. Passt, dann setze ich den nochmal um. So. So wie es ausschaut, braucht es ein bisschen mehr noch. Und dann leiste ich mir doch noch einen schnellen. Dann haben wir den auch mal gesehen. Ja, ein bisschen schlimm die Vorstellung, jetzt A-Train komplett aufzugeben. Also jetzt, wo ich da so beim Bauen bin und wo ich sehe, was eigentlich alles noch fehlt, was wir alles noch nicht gemacht haben. Ich weiß es noch nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist. Oder ob ich da einfach noch ein bisschen weiterspielen soll. Pause mache ich auf jeden Fall. Also, Pause muss sein. Das nützt nichts. So. Da, der kommende Bahnhof flankiert. Der kommende Flughafen flankiert von Lagerhallen. Ja. Okay. So, und ich denke, da ist jetzt inzwischen genug. Dann können wir endlich mal unseren großen Themenpark bauen. Jawohl. Und ich bin gespannt, wie viel Geld der bringt. So. Dann Lagerhallen werde ich ein bisschen reduzieren wieder. Ich würde sagen, so und so. Die da lasse ich mal noch. Die kommt auch weg. Passt. Ja, die füllen sich da jetzt schön langsam wieder. Okay. Ja, die Frage, ob man das da schnell genug füllen kann oder ob da die Stadt das alles verbraucht mit Bauen. Bin ich gespannt. Ich glaube nicht, dass sich das noch ausgeht, oder? Wer weiß. Mal schauen. Alles gut, dann bekommt man die da unten vielleicht noch mal ein bisschen leerer. Wäre ja auch an der Zeit. Ja, und frohe Weihnachten, sage ich. Ja, vor allem den Flughafen müssen wir uns auch erst leisten, fällt mir natürlich ein, weil es sind ja schon wieder die Steuern zum Zahlen. Also. Hui, ja, Mal schauen, ob es noch irgendwas zum Verkaufen gibt. Die Bahnhofshalle. Verkauft man sowas? Man würde einen Haufen Geld bringen. Ja, komm. Ah. Darf ich gar nicht verkaufen. Ah, die Fabriken kann ich hier auch nicht verkaufen. Ah, das habe ich gar nicht mehr gedacht. Na gut, dann ist das Thema erledigt. Da würden sich noch 100 Millionen rausschlagen lassen beim Kauf aus 3. Dann mal schauen, wo stehen denn noch halbwegs hohe Zahlen? Kauf aus 1, nö. Nö, nö, nö. Auch nicht. Die ganzen Wohnungen, wie schaut's mit denen aus? So, welche ist denn das jetzt? Die da. Dann mache ich es nochmal so, weil vielleicht kann ich da den ganzen Wohnblock mehr oder weniger verkaufen. Schauen wir mal. Haus, Wohnung 2. Ja. Die kann man im Prinzip alle verkaufen, bringen alle ziemlich guten Gewinn. Die da nicht. Ja, ein bisschen was.
Oh, nicht schlecht. Die ganzen Wohnungen 1 scheinen eigentlich auch relativ lukrativ aus. Ja, raus mit dem ganzen Zeug. Und wenn man dann alle nach und nach, ja, komm, die verkaufe ich jetzt auch frisch, wenn wir schon dabei sind. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ja, und dann halt, ja, wieder erwerben, sage ich mal. Na gut, also Häuser kaufen bringt auch, sage ich mal. Vor allem kann man jetzt wieder schön ein paar Rohstoffe, ein paar Materialien verwenden. Na, schau an, da ist gar nicht mehr genug da. Nicht schlecht, ja. Kann man da wieder ein bisschen was anliefern? Der 35 macht das doch, oder? Also, Moment. Das ist keine gute Idee mit der 1 Stunde, oder? Nein, ist es nicht, oder? Geht sich das noch aus? Ja. Ein bisschen knapp fast. So. 13,46. Darf ein bisschen später sein. So. Okay, passt. So, da gibt's Stau. Kein Mensch weiß, wieso es mir. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht genau, wie lang, ehrlich gesagt. Okay, da ist jetzt Verfolgungsrennen angesagt. So, mal schauen, ob sich so schon ausgeht. Vermutlich nicht ganz. Ah, der fährt am Abend erst. Okay. So, jetzt soll es halbwegs zusammenpassen wieder, oder? Ich hoffe mal. Okay, da entsteht eine Stadt, aber ablagern tut sich mal noch nicht allzu viel. Ja, war auch eine mutige Hoffnung, sage ich mal. Ja, dann schauen wir mal, was Steuern auf uns zukommt. Also die Milliarde, wie gesagt, ich glaube, ich habe das letzte Mal schon geschätzt, eine Milliarde wird es ungefähr werden. Nehme ich mal an. Wir werden es gleich wissen. Naja, schau an, 1,038 Milliarden, das ist ja relativ gut geschätzt, sage ich mal. Ja, kann man sich nicht beklagen. Ja. Und ich würde sagen, ist ein passender Moment zum Schluss machen. Ja, puh. Das war also A-Train 8, oder wie? Komplett fertig, Ende aus. Ich würde sagen, mal eine gute Pause. Mal auf A-Train 9 warten, mal auf Mangigant warten. Da mal weiterschauen, wo mal ein paar Specials bringen. Ja, also mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, euch auch. Danke, falls ihr die letzten 5-6 Monate dabei wart. Vielen Dank, wirklich. Ja, ein bisschen rührender Moment fast sogar, das zu beenden irgendwie. Ja, bei CT6L ist mir das nicht so schwer gefallen, weil da war ja auch klar, wie es weitergeht. Ja, dann mache ich es gut. Sag alles Liebe, alles Gute. Tschüss, ciao, für denk. Und baba.